Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hof Moinsmoor. Ja, ich fahr grad mal zum Händler, ne? Ich hatte ja gesagt, wir kaufen eine Scheibenegge, die holen wir jetzt ab. Ballen muss ich gleich noch den Rest wegstapeln, aber die sind erstmal alle vom Feld, ne? Ja, sind ja nur noch knapp. Ja, 50 Ballen noch wegzustapeln, ne? 45 noch was. Krass, ey, dass ich die nicht verkaufen kann. Ey, ist doch irgendwas wieder bei mir nicht tüffig hier im Spielstand, ne? Oder kommt das drinnen, weil ich die Strohbergung drin habe? Dass du jetzt wieder nur mit Pellets hier verkaufen kannst. Krieg ich hier einen leichten Plack. Nee, 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 liebe Leute. So ist das alle im Leben, ne? Ja, wie gesagt, erstmal Scheibenmäge holen. Schon mal anfangen durchzuziehen und dann räume ich die Ballen gleich noch weg. Mal kurz Pause machen vom Ballenstapel, ne? Mal zwischendurch. Ist das mal ganz sinnvoll. Ja, ich habe die Amazone genommen. Nehme ich eigentlich immer, ich finde die gut. Weil die nicht gezogen ist. Das ist ein Anbaugerät und da stehe ich mehr drauf. Eine angenehme Arbeitsbreite. Kannst du gut mit arbeiten, ne? Und das ist wichtig. Ich hätte jetzt natürlich auch wieder mit dem Horsch durchziehen können, aber wenn wir nicht flügen brauchen, warum soll ich dann den Horsch nehmen? Kostet alles nur Zeit. Hier kannst du 17 km/h mit knallen und mit der anderen, mit dem Horsch kannst du 12 fahren, wenn es gut läuft. Deswegen tun wir jetzt Scheiben. Danach müssen einige Flächen gekalkt werden und dann fahren wir Mist. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Ist die Mistplatte auch wieder vernünftig leer? Hoffe ich zumindest, ne? Ich habe ja den Bergmann-Miststreuer und da ist das nicht so einfach, ne? Da kannst du nur, glaube ich, 9 Tonnen den Hektar mit streuen, ne? Ist ein bisschen schade. Egal, wenn ich fahre mal zweimal Mist. Was soll der Geiz? Wollen wir es ja haben, ne? Können wir locker flockig machen. So. Echt Ballenstapelei, ey. Das waren ganz gut Ballen, ey. Das waren echt 108 Ballen, ne? Schon krass. Stell dir mal vor, die hätte ich alle mit dem Chrono runtergeholt. Da wäre ich ja 10, 11 Mal gefahren, ey. Nee. Das reicht schon, dass ich die da alle unter das Dach stapeln muss. Also mit Stroh haben wir auf jeden Fall keine Probleme, ne? Stroh haben wir en masse. Können wir überlegen, ob wir nächste Saison Pellets machen. Wow. So ein bisschen vernünftig vorne hätte manchmal echt Vorteil, oder? So, da sind wir schon an der ersten Ecke. So, Abfahrt, ne? Aber ich muss noch ein Bildchen machen. Das mache ich immer vorher, sonst vergesse ich das. So? So geht, oder? So, Abfahrt. Ich glaube, meine Maus ist der Akku leer. Tatsache. Gibt's ja gar nicht. Muss ich gleich mal eine neue Batterie suchen. Weil nur ein Akku. Aber seht ihr, der ist bedeutend schneller und die Arbeitsbreite, ne? Der ist ja unschlagbar. Da braucht er auch nicht so lange zum Durchziehen, ne? Hier muss, glaube ich, Kalk drauf. Das können wir dann hinterher schön schicki-feini machen. Aber das mache ich ohne euch. Kalken ist, glaube ich, nicht so euer Ding, ne? Genau wie düngen. Oh, die Kartoffeln muss ich auch noch düngen. Das muss ich jetzt gleich als erstes machen. Jetzt vergesse ich das wieder. Ja, dann tue ich erst Ballen wegstapeln und dann nehme ich den 412er gleich eben. Tue die Kartoffeln nochmal düngen. Ich habe den Ballen vergessen, ne? Wer kennt's nicht? Irgendwas ist ja immer, ne? Ach nee. Ja. Dankeschön. War wohl nichts mit hier. So,
Mal eben Scheibenecken, ne? Jetzt komme ich hier bestimmt nicht raus. Doch, könnte klappen. Wollen wir einen wendigen Schlepper, ne? Oh, danke. Abfahrt. Ballen vom Feld holen. Den habe ich echt vergessen. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Wer kennt's nicht? Irgendwas ist ja immer. Also ich glaube, futtertechnisch sind wir echt gut ausgestattet. Da sollen wir wohl keine Probleme mehr mitkriegen. Ist ganz tutti so. Dass wir uns da nicht mehr drum kümmern brauchen. So. Aber ich klebe da hinterher, klebe ich den wieder zu. Ich glaube, der extra so breit ist, Teaser, ne? Und geht halt alle. So, kommt da was? Ne, wa? Upsi. Dann Abfahrt zum Hof. Damit er schön tutti fertig ist. Stellen wir mal andersrum, ne? Upsi. So, danke. Dieser kommt nachher. Schwupsi, wups. Jetzt sitze ich hier drin jetzt. Oh, weiß ich auch nicht. Scheibenegger haben wir geholt, ne? Ach, was soll's. Wenn wir sonst keine Hobbys. Dann ist es halt nochmal wieder Ballenstapel. Ich konnte es nicht ändern. Machen wir halt nächste Folge. Scheibenecken. Wo war ich denn da? Da muss doch noch einer hin, oder ne? Da müssen sogar noch zwei hin. Nee, du. Oder wo man? Ihr bleibt aber ja wohl stehen, oder? So ist das mit der Ballenstapelei, ne? Liebe Leute, immer Ballen stapeln, Ballen stapeln, Ballen stapeln, ne? Och nee. Oh, das ist gut gewesen. Perfekt. Der musste natürlich jetzt wieder so bescheiden fallen. Ja, dann muss die einzeln fahren, nützt nichts. Können wir den da auch erst oben hinschmeißen? Irgendwas ist ja immer. Wann seht ihr das Video? Morgen, ne? Ja, morgen. Ist Freitag, Karfreitag, ne? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln oder was? Danke, lieber Ball. Danke. Genau aus dem Grund wollte ich keine Ballen mehr stapeln. Es gibt so Zeiten, da lässt man das lieber sein. Ich hab den schon shit aufgepiekt, ne? Oh, egal. Ich mit Ballen stapeln heute. Das sind so Zeiten, dann sollte man es lieber sein lassen, ne? Wenn es nicht mehr klappt, dann lieber aufhören, später weitermachen. So halte ich das immer. Es gibt nämlich echt Zeiten,
Bekloppt hat mich. Ich weiß nicht, ob man dann nicht entspannt ist oder was, keine Ahnung, aber es gibt echt. Vor allem, man macht sich die ganze Mal hoch, ne? Und dann hinter Rutzi Putzi. Aber hätten wir die so reingefahren, hätten die da alle gar nicht hingepasst, ne? Jetzt willst du nicht runterfallen? Finde ich nicht so nett. Naja. Naja. Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn angefangen mit Aufnehmen. Aber dann machen wir dieses Video gar nicht so lang. So Leute. Ich sag dann erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Nächste Folge gibt es auf jeden Fall was anderes. Coinballengestapel mehr, ne? Das reicht auch so langsam. Ne, wenn es euch gefallen hat mit der Däumelei, wisst ihr ja Bescheid. Wäre auch ganz nett, wenn ihr das machen würdet. Ja, und wenn ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.